Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um YouTube-Netzwerke. Ich erkläre euch, was ein solches Netzwerk ist, wie ihr dort Partner werden könnt und welche Vor- und Nachteile solche Netzwerke mit sich bringen. So, jetzt werden sich wahrscheinlich die ein oder anderen fragen, was eigentlich ein YouTube-Netzwerk ist. So, berechtigte Frage, denn so einfach ist das jetzt auch nicht, dass man einfach sagen kann, es ist ein Netzwerk von vielen YouTubern, die sich gegenseitig unterstützen, sich helfen und eben auch Projekte angehen. Es ist zwar richtig, aber so einfach ist das nicht, bei einem Netzwerk eben beizutreten und da auch zu hantieren. Nein, ihr müsst da wirklich, also wenn ihr auf solche Seiten geht, also zum Beispiel IG Germany, was ja bei GameStar angeboten wird und eben auch Mediakraft, auf der Seite mediakraft.com und so weiter, da könnt ihr euch bewerben und auch später ein Angebot bekommen, wo ihr dann sagen könnt, ich unterschreibe oder ich unterschreibe nicht. Denn es ist wirklich ein Vertrag, der mit euch geschlossen wird, denn hierbei geht es wirklich auch um Summen, die die eben zurückhaben wollen, das gleich, vielleicht auch gleich jetzt auf jeden Fall. Ihr bekommt ja dann später, also ihr müsst als Netzwerkbetreiber, müsst ihr die Werbung schalten. Also ihr könnt nicht sagen, nein, ich möchte keine Werbung auf meinen Videos. Ihr müsst als Netzwerk, Dings Mitglied, genau, jetzt habe ich es, als Mitglied müsst ihr eben Werbung schalten. Das ist schon fast Pflicht, denn bei solchen Netzwerken geht es für die Netzwerkbetreiber, also diese Anbieter, darum ein bisschen Geld von euch auf sie zu schieben, kann man sagen eigentlich. Da wollt ihr natürlich ein bisschen was zurückhaben und die bringen auch wirklich etwas zurück. Denn bei YouTube gibt es ein kleines Problem, denn wenn ihr was Let's Playen wollt, zum Beispiel sagen wir mal, ich nenne jetzt mal Fable 1 bis 3. Ich schätze mal, dass da einige Intros, Outros in dem Spiel eben rechtlich geschützt sind. Dann bekommt so ein kleiner YouTuber schon mal angezeigt, dass das Video nicht monetarisiert werden darf. Naja, scheiße ist gelaufen. Und genau deswegen braucht ihr so ein Netzwerk, denn die bekommen die Rechte von den Entwicklern und können euch dann auch die Rechte eben weitergeben, wodurch ihr dann die Let's Plays machen dürft. Und genau das soll auch so ein Netzwerk machen. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal richtig weniger Arbeit. Ich meinte richtig wenig Arbeit, nicht? Okay, weniger habt ihr dann auch. Auf jeden Fall. Und sowas ist echt gut, muss man sagen. Und auch so Projekte, wie gesagt, werden auch angegangen bei solchen Netzwerken. Wie zum Beispiel, ich habe bei GameStar jetzt erst kürzlich gesehen, die machen das Projekt Gestrandet. Da spielen viele YouTuber gemeinsam und verlinken sich auch. Dann können die sozusagen sich gegenseitig ein bisschen Werbung machen. Und das geschieht eben durch solche Netzwerkprojekte. Naja, und genau das macht eben so ein Netzwerk. Es hilft euch eben eure Finanzen, das muss man auch sagen, ein bisschen zu regulieren. Ihr bekommt mehr Videoaufrufe, mehr Abonnenten und das Allerwichtigste, sie holen euch die Rechte, damit ihr weniger Probleme habt. Denn die Content Strikes, wenn ihr je einen haben solltet, was eigentlich eher nicht passieren sollte, wenn ihr wirklich darauf achtet, die gehen auf die Netzwerkbetreiber und nicht auf euch. Und die regeln das mit euch und eben auch denen eigentlich diese Musik oder das Video, wenn ihr irgendwas sozusagen eigentlich geklaut habt, das regeln die dann mit denen und dann wird gesagt, ob ihr das weiter behalten dürft oder ob das Video gelöscht werden muss eben. Und wie gesagt, da habt ihr weniger Probleme. So, das war mein allererster Punkt und jetzt komme ich dazu, wie ihr bei so einem Netzwerk beitreten könnt und eben auch Partner werden könnt. So, jetzt kommen wir endlich zum Herzstück dieses Videos, denn wie wirst du, wie werde ich oder eben andere YouTube-Netzwerk-Partner? Ja, so einfach ist das nicht, denn ihr müsst zum Beispiel hier bei meinem allerersten Beispiel bei der GameStar, ihr kennt natürlich die Seite und auch den Kanal, glaube ich jetzt zumindest und vielleicht auch das Magazin, wie werdet ihr dort YouTube-Partner? So, da steht auch direkt bei denen bei der Bewerbung drüber, denn da stehen noch ein paar Daten und so weiter. Ihr müsst nämlich mindestens bei der GameStar, also zumindest, 2000 Videoaufrufe am Tag vorweisen können. So, jetzt denken sich wahrscheinlich die meisten so, scheiße, habe ich gar nicht, habe viel zu wenig, das kriege ich gar nicht hin. Leute, ganz ehrlich, die wollen auch nur ein bisschen Geld abscheffen von euch, weil die bieten euch auch wirklich sehr viel. Wie gesagt, die müssen hier die ganzen Rechte besorgen, die müssen euren Kanal vielleicht auch ein bisschen umgestalten und so weiter, die helfen euch richtig. Und überhaupt die ganzen Abonnenten, die wahrscheinlich auch noch dazukommen, wenn ihr GameStar oder IDG Partner oder eben Mediakraft Partner seid, also die meine zwei Beispiele. Ja, das ist wirklich eine große Unterstützung, da müsstet ihr auch davor etwas bieten können. Und das sind eben für die GameStar diese 2000 Videoaufrufe. So, da könnt ihr darunter nämlich direkt eure Bewerbung schreiben, ihr schreibt, was euch ausmacht,
welche Pläne ihr habt und so weiter, eben das, was ihr schreiben wollt, euren Kanalname und so weiter, und dann schickt ihr das ab. Aber wie gesagt, ihr solltet davor erstmal diese 2000 Videoaufrufe erreichen. Aber jetzt komme ich noch ein bisschen zu anderen Informationen, denn in deinem Blog da, wo da eben steht, okay, jetzt habe ich ein bisschen Probleme beim Nachdenken und so, wartet Leute, ja, eben auf der Seite, wo ich gerade eben zeige, also auf der GameStar-Info für die Bewerbung, steht auch direkt schon so ein paar Geschäftsbedingungen drin, denn zum Beispiel, wie das mit dem Geld geht. Natürlich einer der größten Fragen für einige, für mich jetzt eher weniger, ich möchte mit YouTube eigentlich gar nichts einnehmen, ich möchte bloß Partner werden, um endlich diese Funktion bekommen, damit ich ein paar Rechte sozusagen bekomme, um Let's Plays zu machen. Aber für einige große YouTuber ist natürlich am wichtigsten, wie es so mit der Einnahme ist, mit dem Geld eben. Und da ist es bei GameStar eben so, damit eben ihr 60% des Geldes bekommt und der Netzwerkbetreiber, also GameStar oder IDG, bekommt dann 40%. Ich wollte nämlich noch was dazu sagen, denn bei YouTube ist es so geregelt, damit ihr 55% bekommt und YouTube selber bekommt 45%. Ist natürlich gerechtfertigt, denn ihr stellt ja auch die Videos auf YouTube hoch, müsst mal denken, wie viel wahrscheinlich schon Gigabyte ihr da auch hochgeladen habt. Das muss ja in riesigen Plattformen und eben auch den ganzen Tag lang muss das überprüft werden und so weiter. Wie viel Geld da in YouTube drinsteckt, kann man sagen, ist okay. So, das ist gerechtfertigt, dass die fast 50%, ich würde sogar sagen, 50% wäre auch gerechtfertigt, sogar fast schon 60% für YouTube. Aber mehr soll es natürlich nicht sein, aber ich muss sagen, YouTube zahlt nach, also 45 zu 55, wer soll da schon meckern? Ganz ehrlich, das ist eine sehr gute Auszahlung, ich kenne kaum jemanden, der so fair ist. Auf jeden Fall macht GameStar so, ihr bekommt 60% der Einnahmen und die bekommen 40%. Dafür bieten euch, wie gesagt, die Rechte für einige Spiele. Ihr bekommt vielleicht auch mal VIP-Pässe für zum Beispiel die Gamescom und so weiter, habe ich auch schon gehört. Also ich habe mir schon sehr viele Videos von YouTubern oder eben den GameStar-Partnern angeschaut, was die so alles bekommen. Die bekommen so viel, ganz ehrlich, das ist wirklich gut geregelt bei denen. Ihr bekommt da Backstage-Pässe, ihr bekommt da auch ganz viel Zeug eigentlich, weil ihr werdet auch bei denen im Magazin vielleicht mal erwähnt, vielleicht wird ein ganzer Artikel über euch geschrieben und somit wird auch euer Kanal sozusagen bekannter und auch beliebter vielleicht. Und genauso was wird auch ein Netzwerk für euch machen. Euch bekannter machen, euch helfen, euch die Rechte besorgen und so weiter. Und ihr müsst immer weniger machen, nur eure Videos produzieren und euer Ding durchziehen. Und genau deswegen möchte ich bei so einem Netzwerk beitreten. Und ihr könnt das eben auch. Ja, ihr müsst aber, wenn ihr bei der GameStar sein wollt, mindestens eben diese 2000 Videoaufrufe erreichen. Ist aber, wie gesagt, ich habe es jetzt ganz lange erklärt, extra noch ein bisschen ausführlicher. Ich habe das bei so vielen YouTubern gesehen, was die alles bekommen. Sind diese 2000 Videoaufrufe für den Start gerechtfertigt? Und genauso wie diese 40% Abgabe. Es gibt einige, die sagen, man sollte lieber nur 30% abgeben, aber ich würde mal sagen, mit 40 ist das immer noch gerechtfertigt. So, jetzt komme ich direkt zu meinem nächsten Beispiel, Mediakraft. Bei Mediakraft gibt es Waititi. Ich weiß jetzt nicht genau so, wie das dort so abläuft, aber auf jeden Fall ist das auch so geregelt, damit ihr eben solche Vorteile bekommt. Wie eben, damit die Rechte gesichert sind von einigen Spielen, die ihr dann auch direkt Let's Playen dürft oder was auch immer ihr machen wollt. Ihr bekommt auch immer wieder mal eben auch Nachrichten, damit ihr die Rechte bekommen habt, wenn ihr die anschreibt. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Steht ja auch dort. Ich habe jetzt auch die Seite wieder stehen, damit ihr das selber lesen könnt. Die Links sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ich möchte auch wirklich ein sehr ausführliches Video machen, wo ich meine eigenen Gedanken hier jetzt ins Netz sozusagen verbreite, damit ihr auch mitdiskutiert. Ihr könnt das gerne unter die Comments schreiben. Ich werde diesmal auch richtig aktiv bei dem Video auch mitschreiben. Also nicht nur irgendwie Dankeschön oder so. Ich werde da richtig mitschreiben, euch helfen und so weiter, denn so eine Partnerschaft ist nicht leicht. Wie gesagt, obwohl ich sollte es nochmal ganz genau sagen, denn es gibt so unterschiedliche Netzwerke, die überall in einigen Bereichen Vorteile bringen und in anderen Nachteilen. Weil jetzt zum Beispiel hier Mediakraft, die machen für jeden eigenständige Verträge. Das bedeutet, es gibt nicht wie bei GameStar diese 60 zu 40% beim Einkommen, eben mit der Regelung.
Nein, bei Mediakraft ist das anders. Da bekommt jeder einen eigenständigen Vertrag. Und ich schätze mal, dass große YouTuber natürlich ein bisschen bevorzugt werden. Kann man auch verstehen. Da ist mehr drin für diese Netzwerke als jetzt zum Beispiel bei mir oder vielleicht kann man sagen bei kleineren YouTuber eben, die ein bisschen kleiner sind als ich oder ja, ich möchte mir jetzt hier nicht ein bisschen größer darstellen. Das ist es eben, weil ich bin ein sehr kleiner YouTuber eigentlich, wenn man das mal vergleicht. Aber wie gesagt, da stelle ich mich jetzt auch nicht rein. Ich möchte das nur erklären, damit ihr das ein bisschen so versteht, wie das so abläuft. Wie gesagt, man versteht es, wenn man ein bisschen geschäftlich nachdenkt, damit man einen größeren YouTuber ein bisschen bevorzugt als einen kleinen YouTuber. Macht ja YouTube sogar noch viel besser, sogar noch viel systematischer, könnte man sagen. Denn die großen YouTuber werden eigentlich bloß promotet, während die kleinen immer mehr abstürzen. Naja, da könnte man vielleicht schon mal was sagen. Aber so eben Mediakraft möchte ich auch noch vorstellen für die kleineren YouTuber. Denn da steht drin, ich weiß jetzt nicht, ich habe es noch nicht geprüft, ich habe jetzt mal was abgeschickt, also auch eine Bewerbung, aber ich, wenn der Vertrag kommt, würde ich ihn natürlich nicht unterschreiben. Ich möchte bei Mediakraft nicht eben aufgenommen werden, obwohl die sich eigentlich sehr gut anhören. Ganz ehrlich, die hören mich. Hey Land, was ist denn jetzt los? Wartet Leute, sie hören sich zu gut an für mich, ehrlich gesagt. Da steht nämlich drin, damit es sehr fair gehandelt wird. Das Geld wird nur wirklich von euch genommen, wenn ihr auch wirklich sehr großen Profit macht und eben auch viel von dem Netzwerkbetreiber erhalten habt, was natürlich am allerfairsten wäre, also wenn die euch viel bieten und auch viel gebracht haben, dann solltet ihr auch viel abgeben. Aber das hört sich eigentlich viel zu gut an. Ich glaube, die nehmen auch schon davor ein bisschen einen sehr großen Teil ab. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das dort abläuft, aber ich habe auch von großen Netzplayern eben auch umgespielt und Tadl habe ich auch schon sehr Gutes über dieses Netzwerk gehört. Und ihr seht auch, weil Titi ist dort beschäftigt. Und es gibt auch so eine kleine Regelung, denn dort könntet ihr ein eigenes Studio bekommen und so weiter. Wenn ihr wirklich mal groß werdet, bekommt ihr von denen ein Studio gratis, kann man sagen. Denn so ein Studio kostet schon ganz schön viel, wenn man so Kameraleute bezahlen muss. Eben auch Stromkosten und so weiter. Das nehmen die alles auf sich, damit ihr eure Videos produzieren könnt. Natürlich müsst ihr dann wahrscheinlich auch einen größeren Teil abgeben, aber das ist natürlich verständlich. So, das sind jetzt meine zwei Beispiele gewesen und die Nachteile von diesen zwei Netzwerken sind eben die Eigenschaften, auf die sich die beziehen. Weil ich glaube, Mediakraft bezieht sich eher weniger auf das Let's Playen, sondern eher auf Videos wie jetzt bei Titi macht so Parodien oder eben echte Videos, Real-Life-Videos. Da ist eher GameStar, weil die eben im Gaming-Bereich zuständig sind, viel besser für Let's Player oder eben auch Leute, die eben eher Gaming-Videos machen. Also jetzt Leute, die bei Mediakraft sind, die machen jetzt eher Videos, wo eben, wie gesagt, Real-Life-Videos machen. Also es sind auch viele Let's Player drin, ist klar. Bringen auch fast genau die gleichen Vorteile. Aber in einigen Bereichen ist GameStar besser und in den anderen eben Mediakraft. Das sind jetzt meine zwei Beispiele. Ich finde ja auch die zwei besten, die man sich eigentlich wählen kann. Denn dort sind eben die großen Let's Player auch vertreten. Und man hört auch nur Gutes über diese zwei Netzwerke. Es gibt natürlich auch noch andere, vielleicht auch kleinere, da könnt ihr euch eigentlich auch bewerben. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch irgendwo bewerben wollt, dann lest euch das Ding gründlich durch. Von oben bis unten, das ist wirklich ein Vertrag, der euren Kanal wirklich entscheidend verändern kann. Ganz ehrlich, das ist ein sehr gut gemeinter Tipp für euch. Lest euch das Ding vielleicht den ganzen Tag lang durch, wenn ihr einige Zeilen nicht wirklich versteht. Denn es betrifft wirklich euren Kanal und euch und kann euch wirklich sehr weit helfen. So, das war mein Video. Ich habe es jetzt wirklich hoffentlich sehr ausführlich gemacht. Habe mich hoffentlich auch nicht so, ja, eben wiederholt und habe hoffentlich auch nicht so gestottert. Nein, gestottert tue ich nicht. Aber ich meine eben auch zu lange angehalten und so weiter. Ich habe das jetzt knallhart in einem Durchzug aufgenommen, ohne irgendwie Bilder vor meinem Kopf zu haben. Ich habe das wirklich auswendig lernen müssen, kann man sagen. Also die Quellen eben, also zumeist haben das eben YouTuber vor sich und reden dann. Ich habe das auch in keinen Kommentar gemacht, wo es ein bisschen chilliger ist. Ich mache das eben gerade vor Sony Vegas, also meinem grauen Bildschirm. Das ist das Ende, also für Leute, die eben jetzt keine Lust haben, meinem Gelaber zuzuhören, die können jetzt schon mal wegschalten. Ich wollte nur noch sagen, dass ich das vor Sony Vegas aufnehme. Naja, grauer Bildschirm. Und noch ganz zum Schluss, ist jetzt ein bisschen peinlich, könnte man sagen.
kommt vielleicht nie ein Abo-Special. Ja, ich habe jetzt 300 Abos, danke Leute, und das war schon ein. Nein, war natürlich nur ein Spaß, es wird auf jeden Fall bald noch ein Abo-Special geben. Ich weiß noch nicht, bei welcher Abonnentenzahl, vielleicht auch jetzt schon bei 300. Wie gesagt, ich danke euch für diese 300 Abonnenten, das ist wirklich toll von euch. Und ich hoffe, ihr werdet auch meine Videos immer mal wieder anschauen. Muss nicht immer sein, wie gesagt. Wenn euch ein Video interessiert, dann schaut da mal rein. Wenn es euch dann mittendrin nicht mehr gefällt, wegschalten, ist ja auch klar. Aber wenn euch ein Video nicht gefällt, dann auch nicht nur bei meinem Kanal, sondern auch bei anderen, weil ich verstehe nicht, damit ihr zum Beispiel ein Let's Play disliked, das ist wirklich gut. Da gibt es wirklich kleine YouTuber, die machen richtig gute Let's Plays, auch die großen. Und da sind plötzlich 50 Dislikes. Also ich rede jetzt von den großen und dann bei den kleinen vielleicht mal 3 Dislikes. Und dann lese ich unten nur tolles Video und so weiter. Macht das nicht bitte, okay? Schreibt unten einfach mal in die Comments, was man schlecht gemacht hat, wie man es verbessern kann. Und wenn die vielleicht nach einem Monat nichts verbessert haben, dann könnt ihr mal ein Video disliken und unter das Video schreiben, du hast dich nicht verbessert, erstmal gedisliked. So, sowas finde ich gerecht, wird ihr aber nur einfach disliken. Naja, fragwürdig, warum? Vielleicht hasst ihr einfach nur Leute, ist aber auch einfach nur scheiße. Und ja Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielleicht findet ihr ein gutes YouTube-Netzwerk, wie gesagt, meins. Ist auf alle Fälle das Gamestar-Netzwerk und ich habe was vergessen im Video, was ich jetzt noch ganz kurz bringe. Also ich habe das Video nicht geschnitten, das ist mir einfach nur gerade eben eingefallen. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen und zwar von Gamestar. Die haben mir nicht direkt eben zurückgeschrieben, aber ich habe dann noch einmal ganz kurz geschrieben, damit ich denen mal vor 2 Wochen geschrieben haben, dass sie mich mal anschauen sollen, damit die mal gucken sollen, ob ich überhaupt Potenzial habe, ins Gamestar-Netzwerk hineinzukommen. Da habe ich eher weniger erhofft. Und hat sich ein bisschen ausgezahlt, finde ich. Denn die haben mir zurückgeschrieben. Was ich eigentlich sehr wahnsinnig finde. Denn IDG nimmt eigentlich bloß Leute auf, die ja eher bloß 200.000 Aufrufe haben. Und dann haben die mir geschrieben, damit ich eben jetzt schauen soll, dass ich mehr Videoaufrufe bekomme. Also sie haben mir gesagt, ich soll bloß 1.000 Aufrufe bekommen. Was ich schon sehr gut finde. Ich habe auf jeden Fall schon mal sozusagen eine kleine Verminderung bekommen für die Videoaufzahl. Was ich gut finde. Ich muss jetzt nicht so viele Videoaufrufe bekommen, so viele Abonnenten und so weiter. Ich möchte einfach nur endlich das Recht haben, ein Let's Play zu machen über ein richtig cooles Spiel, statt die ganze Zeit nur von YouTube und Google Plus gestrikt zu werden und so weiter. Kennt man jetzt, wird immer schlimmer. Wie gesagt, 2014 wird es noch härter als jedes andere. Da sollte sich lieber das Netzwerk damit beschaffen als ich. Und ich mache eigentlich gerade bloß ein Video drüber, was ich gerade so mache und so weiter. Naja, Leute, das war's mit dem Video. Haut da rein, einen schönen Tag noch. Tschüss und man sieht sich.